Vergewaltigung ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Und jetzt geht es darum, in der Politik da Gesetze zu verschärfen. Und da gibt es ausgerechnet hier in Deutschland Politiker, die sich da, aber auch in Frankreich, die sich da dem querstellen. Und da habe ich heute geschrieben, wie wäre es denn, wenn sie mal jemand vergewaltigen würde? Ich als Mann wäre sogar dazu in der Lage. Aber nee, das wäre mir zu ekelhaft. Ja, und jetzt habe ich mir das gerade mal so vorgestellt. Selbst wenn dieser Typ mir rein theoretisch körperlich überlegen wäre, dann könnte man ihn ja fixieren. Und dann, der hat mit Sicherheit keinen schönen Arsch, deswegen wird er erstmal rasiert und dann nochmal gewaschen, dann zwangsklistiert und dann nochmal gewaschen und dann schön abgetrocknet mit Vaseline eingecremt und mit Massageöl schön und dann penetriert. Ja, das muss ja nicht ich machen. Ich sag nur, als Mann wäre man dazu in der Lage. Und das alles gemeinsam ergibt dann RZP. RZP. Rasieren, zwangsklistieren, rasieren, zwangsklistieren und penetrieren. Nein, RZKP. Rasieren, zwangsklistieren und penetrieren. Denn zwangsklistieren, das ist so ein geiles Wort, das muss man mit zwei Buchstaben abkürzen. Das Z und das K, also ZK für zwangsklistieren. Ah, und natürlich haben wir das Fixieren vergessen. Das F für fixieren. Ja, und jetzt wird es schon langsam viel. Fixieren, rasieren, zwangsklistieren, penetrieren. Also FRZKP. Oder vielleicht doch besser die Kurzfassung. FRZP. Fixieren, rasieren, klistieren, penetrieren. Oder doch besser die Kurzfassung. Also nur vier Buchstaben. Für fixieren, rasieren, zwangsklistieren, penetrieren.